Liebe Infodirekt hier, ich bin hier in Wiener Neustadt bei der Arena Nova, wo das Neujahrstreffen der FPÖ stattfindet. Und wenn euch interessiert, welche Neujahrsvorsätze die FPÖ-Politiker für dieses Jahr haben, dann kommt jetzt mit rein. Also wenn man hinter mir schaut, wie unser Herbert Kickl gerade mit den Leuten redet, dann sieht man, da steht der nächste Bundeskanzler der Republik Österreich und ein Kanzler Kickl ist genau das, was unser Land jetzt auch so wie dringend braucht. Sie waren jetzt gerade krank, die Medien haben sich schon gefreut. Wie haben Sie das geschafft, in so kurzer Zeit zu gesunden? Zu früh gefreut und ich habe natürlich Prioritäten gesetzt. Das ist das eine, ich habe gesagt, das Parlament lasse ich aus, das läuft mir nicht davon, aber das da heute, das ist wichtig. Unser Vorsatz steht für dieses Jahr, Vollgas für Österreich. Der Neujahrsvorsatz, der einzige Gültigkeit hat, war das System Niederösterreich, das System Michl Leitner zu brechen. Und wird das gelingen? Das wird gelingen, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Die Frage ist nur noch, wie hoch und wie stark dieser Wechsel sein wird. Wir schicken die Hanne Mikl-Leitner in die Pension. Eine Redemokratisierung Österreichs, das wäre, glaube ich, ein großes Ziel. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich politische Vorsätze zu nehmen. Und da sind mir in diesem Jahr die familienpolitischen Anliegen ganz, ganz wichtig. Mit den Themen, die ich schon angesprochen habe, das werde ich auch in diesem Jahr weiter verfolgen. Also so wie Herbert Kickl gesagt hat, Kinder statt Inder. Ja, ich würde sagen, eine Geburtenoffensive für Österreich, das habe ich auch im Dezember schon gesagt, das müssen wir machen und da müssen wir die Leute dazu motivieren und um das geht's. Ja, wir werden dort fortsetzen, wo wir das letzte Jahr aufgehört haben, nämlich mit dem Themenschwerpunkt Remigration. Ja. Wir haben schon im vergangenen Jahr eine Website vorgestellt, bevölkerungsaustausch.at, wo wir quasi den Bevölkerungsaustausch ja belegt haben, grafisch dargestellt haben und den Themenschwerpunkt werden wir vollgas weiterführen. Und haben Sie persönlich auch einen Vorsatz sich genommen? Vielleicht ein bisschen gesünder zu leben. Wie funktioniert das? Ein bisschen vielleicht einmal den eine oder andere Stunde früher heimgehen, vielleicht ein bisschen gesünder essen, aber ansonsten Vollgas für Österreich. Mehr Zeit mit der Familie verbringen, das ist bei Ihnen heuer nicht so gut gegangen, oder? Ja, das wird vielleicht ein bisschen verspätet starten. Wir haben ja, wie allseits bekannt, jetzt gerade die niederösterreichische Landtagswahl laufen. Wie viel muss Michl Leitner verlieren, dass sich was verändert im Land? Mehr muss sie verlieren. Ich werde wirklich keine Zahlen nennen, weil es natürlich auch nicht funktioniert. Aber es geht einmal technisch gesehen darum, dass sie die absoluten Mehrheiten verliert im Landtag wie in der Landesregierung und dann erst sich die Möglichkeit auch bietet, in diesem Land etwas zu verändern, weil sonst wird alles beim Alten bleiben. Herr Kickl, Sie sind ein großer Sportler. Was sind Ihre Neujahrsvorsätze? Ja, mit dem Sport, das ist eine gute Erinnerung, ja. Also wieder ein bisschen mehr und ein bisschen regelmäßiger, das ist schon ganz wichtig, dass man sich in Schuss hält. Aber wie gesagt, es gibt dann auch andere Prioritäten. Es geht ums Land, es geht um die Familien, es geht um die armen Teufel da draußen und da werden wir die Prioritäten setzen. Jetzt fordern viele einen Corona-Untersuchungsausschuss. Wie wahrscheinlich ist, dass wir diesen bekommen? Der ist sehr wahrscheinlich, weil ich auch mit der Sozialdemokratie in Verhandlungen bin diesbezüglich. Wir sprechen darüber, was gerade den Missbrauch von Steuergeldern betrifft und so weiter. Also ich gehe davon aus, dass wir auf Basis des Minderheitenrechts eines Untersuchungsausschusses demnächst einen neuen Untersuchungsausschuss starten werden. Und vor allem auch deswegen, weil das alte pädagogische Motto nicht vergessen werden darf, unerwünschtes Verhalten darf nicht zum Erfolg führen. Weil natürlich Niederösterreich diese letzte schwarze Bastion ist der ÖVP und wenn die einmal gefallen ist, dann ist auch der Weg frei auf Bundesebene. Was sagen Sie zu dieser Stimmung heute?
Ja, das ist großartig und das macht Mut für das Jahr 2023. Es sind unglaublich viele schwierige Aufgaben zu bewältigen, aber mit der Energieladung, was soll da schief gehen? Haben Sie überhaupt Zeit, dass Sie sich persönlich Neujahrsvorsätze nehmen? Nein, aber das stört mich nicht besonders, weil ich habe es in der Vergangenheit auch nicht gemacht. Wenn ich mal der Meinung bin, dass etwas schlau wäre zu tun, dann mache ich es unter mir auch. Herr Schnedlitz, Neujahrsvorsätze ist bei Ihnen, glaube ich, sehr viel Sport. Das tragen Sie aber auch jetzt in die breite Masse. Was machen Sie da? So ist es. Also wir haben die Aktion Mit uns gesund ins Leben gerufen, wo wir mit als Freiheitliche Partei hinausfahren zu den Vereinen, Amateurvereinen zum Beispiel im Fußball, ermöglichen, dass jeder Spieler einen Laktattest macht, dass der professionell ausgewertet wird. Und dann haben wir auch ein Training mit einem Athletikertraining von Trainer von wirklich von Bundesliga-Profis, damit auch die Amateure, die so viel für den Sport machen, ein bisschen Profiluft schnuppern können. Also nicht mehr Test-Weltmeister, sondern bald Fußball-Weltmeister Österreich. Ja, da dauert es noch ein bisschen hin. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man rauskommt zu den Leuten und andererseits, dass man Aktionen macht, die einfach Sinn ergeben. Und lieber unterstütze Fußballvereine, als irgendwelche Inserate in linke Medien zu schalten. Persönlich, was hast du da vorgenommen? Ja, das Klassische, mehr Sport machen, gesünder ernähren und so weiter. Aber ich werde das Jahr 2023 auch meiner persönlichen Weiterentwicklung widmen, auf jeden Fall. Ja. Das heißt, Praktikum bei InfoDirect. Unter anderem, ja. Genau so ist es, ja, ja. Einfach schauen, dass man persönlich wieder Fokus bekommt und selber an sich arbeitet, sich neue Sachen beibringt, Sprachen etc., Bücher liest, solche Sachen. Ja, ja, habe die halbe Zeit jetzt wirklich nicht geraucht, seit 1.1. Ich muss noch ein bisschen nachschärfen, dass es wirklich ganz gelingt mit dem Rauchen aufhören und täglich kalt duschen, weil das ist gesund. Sehr gut, dann sehen wir uns vielleicht bald beim Eisbaden. Ja. An was denkst du konkret, was du als Nächster beibringen möchtest? Französisch, ja, oder Spanisch, muss ich mir noch entscheiden, eine von den beiden Sprachen. Und überlege, dass ich mir Sachen Multimedia, dass ich mich dort ein bisschen weiterbilde. Weil gerade in Sachen politischer Aktivismus ist das sicher von Vorteil, wenn man da Kenntnisse erlangt hat. Immer wieder Österreich, immer wieder Österreich.